Slaying, Alter. Nein, haben wir nicht. Wieso lüge ich eigentlich immer? Wir haben es Mittwoch und es ist Valentinstag. Happy Valentinstag. Ich habe kein Valentinstag, aber guckt mal bitte, wie schön meine Tulpen aufgegangen sind von Leni. Ja, wir haben es Valentinstag. Ich bin fit, oder mehr oder weniger fit. Also ich bin die letzten Tage mal wieder krank gewesen, obwohl ich eigentlich, dachte, ich werde nicht krank, weil ich werde einfach nicht krank und ich möchte auch einfach nicht krank werden. Wir haben es jetzt gerade 8.36 Uhr. Ich frühstücke jetzt. Und dann nehme ich euch heute mal mit durch meinen Valentinstag. Weil wenn ich, also, eigentlich will ich halt am Party. Ich will heute Abend eigentlich feiern gehen. Aber wenn man krank ist, dann sollte man eigentlich nicht feiern gehen. Naja, wir sehen's. Ihr seht es hier alles. Ihr kriegt es live mit. Aber ja, jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Gucken. So, ich mache mich gerade fertig und mache meine Haare und gucke dabei so komische Celebrity Deep Dives. Ich bin so obsessed mit diesen Celebrity Deep Dives, so die einfach nur so exploiten, wie so eine Beziehung oder so der Feud zwischen Taylor Swift und Selena Gomez, dass die eigentlich gar nicht befreundet sind. Ich finde es so wild. Müsst ihr mal gucken, es gibt voll viele Kanäle, die das so machen. Ich finde es mega lustig. Also ist alles auf Englisch. Aber irgendwie finde ich das so, also das sind wirklich so ohne Witz die Videos, die ich am meisten gucke auf YouTube, wenn ich YouTube gucke. So diese Deep Dives und irgendwas. Da gucke ich gerade. Selena vs. Justin vs. Hailey. Full Timeline of the Love Triangle. Ja. Leute, professionell wie immer, ne? Hair is done. Jetzt machen wir mal eine ganz kurze Aufräumsession. Und dann nehme ich sie raus, wenn sie kalt abgekühlt sind. So, this is my hair now. Am besten funktioniert es doch immer noch mit einfach Lockenwicklern und der Bionaxen Brush. Habe ich gerade ein bisschen über was anderes abgefuckt. Wenn Kooperationen anstehen, da muss man Sachen immer freigeben. Und mir ist es halt wichtig immer, dass es so ist, wie ich es gerne posten möchte. Einfach aus dem Grund, weil es mein Account ist und weil ich mich nicht verstellen möchte für irgendwelche Werbungen. Es gibt natürlich immer irgendwelche Vorschriften, die man einhalten muss. Aber manchmal, wenn es dann zu viel ist, nee, das nicht und das nicht und das musst du noch machen, dann bin ich so, Leute, ich muss mich aber gut fühlen dabei, wenn ich es poste, weil es ist mein Account. Muss man immer ein paar Kompromisse eingehen. Aber meine Nase! Scheiße. Ich muss jetzt mal ein Video rausschneiden. Ich melde mich gleich. Okay, Leute, wir haben es jetzt mittlerweile 13.15 Uhr. Ich gehe kurz was einkaufen. Lad euch schnell auf, weil ich mache jetzt Wodka-Pasta. Pasta. Yeah, lucky, yummy. Ich habe gerade noch ein Reel gedreht. Ich habe ein neues Top bestellt. Ich wollte eigentlich ein Video draus machen, aber ich habe irgendwie gemerkt, dass diese Videos, die so ein Konzept haben, irgendwie nicht so gut ankommen. Deswegen lasse ich es, glaube ich, jetzt wieder. Ich wollte eigentlich so Instagram-Shops testen, aber nachdem mein Rezepte-Video ziemlich schlecht angekommen ist, dachte ich mir, vielleicht wollt ihr einfach sowas nicht sehen, weil ich einfach dafür nicht, weiß ich nicht, die Zielgruppe habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dieses Top bestellt. Es ist sehr süß. Das Ding ist nur, ich weiß nicht. Vielleicht sieht es mit einer anderen Hose besser aus. Mit einer bisschen höheren Hose, weiß ich nicht. Ich finde es halt schon krass kurz. Also, who goes out like this? Supi. So, Leute, wir haben es 21.25 Uhr und ich mache mich gerade fertig. Wir gehen nämlich jetzt feiern. Dafür bin ich immer gesund genug. Es ist ja Valentinstag, aber wir haben gesagt, wir machen Low-Key ohne Valentinstag-Motto, weil es ist cringe. Nee, nur nicht, wollten eigentlich, bei Zara gibt es so ein rosanes Kleid, es gibt auch noch ein rot und wir so ein langes Satin-Kleid.
Und wir haben so gescherzt, dass wir das anziehen. Ich habe meine graue Anzughose an, Golden Goose. Dann habe ich das Top hier von Gina Tricot an. Und jetzt ziehe ich noch die Jacke drüber, weil es wird sonst zu kalt. Ich habe vorhin endlich mal wieder meine Jacken alle aufgehangen. Es sieht so schön aus. Die waren wirklich wochenlang, lagen die alle wirklich nur rum. Auch wenn wirklich jeder hier diesen Mantel hat, aber we don't care, der ist von Naked. So, Portemonnaie darf ich nicht vergessen. Für Ausweis, es wird hammerhart voll. Wir haben so unsere Quellen im Club und die haben gesagt, es kommen über 1200 Leute heute und es wird gottlos. Aber ich glaube, es kann ganz lustig sein, weil wir gehen noch heute nicht zu zweit, sondern wir gehen zu fünft. Zwei davon kenne ich, eine nicht. Aber es ist, glaube ich, immer ganz lustig. Wir haben immer gesagt, so, entweder ist es lustig, zu zweit zu gehen oder in einer größeren Gruppe. Weil zu dritt ist immer schwierig. Ihr wisst, ich bin ein bisschen dreier-freundschaftstraumatisiert. Aber was habe ich hier in der Tasche? Oh mein Gott, ich habe hier in der Tasche einen Rogue-Lippenstift. Wild, Alter. Meine Augenbrauen sehen auch schrecklich aus. Egal, Leute, das sieht eh nicht mehr im Club okay. Ich habe auch gerade noch so kurz mit mir gerungen, ob ich überhaupt meine Achsel rasieren soll. Danach dachte ich mir so, Mann, Lotta, die Mühe könntest du ja wenigstens mal geben. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, vielleicht filme ich ein bisschen mit. Aber wahrscheinlich nicht, weil das Ding jetzt wirklich, ich habe aus meiner ganzen Stockholm-Zeit, was jetzt schon fast ein halbes Jahr ist, was crazy ist. Und ich mache ja viele Fotos. Und ich war wirklich, also ich meine, ich war noch nie, außer bei meinem Abiball, im Club in Stockholm. Ich bin ständig feiern und ich habe vielleicht insgesamt aus 30 Mal im Club, habe ich vielleicht 5 Fotos, wenn überhaupt, 4. Deswegen, ich bin unfassbar schlecht darin, im Club mein Handy nur rauszuholen. Das ist aber, glaube ich, generell das, wenn man Social Media, also ich habe das auf jeden Fall, wenn man Social Media macht und da mit anderen ist, dann ist man meistens, oder ich bin dann meistens die Person, die die wenigsten Bilder macht, weil es für mich irgendwie so ist, wenn ich ein Bild mache, dann ist es nicht für mich, sondern dann denkt die andere Person ja vielleicht immer gleich, dass ich es poste. Und ich will irgendwie immer nicht so deren Privatsphäre wegnehmen. Und deswegen mache ich nie Bilder. Ja, passiert am besten. Naja, auf jeden Fall muss ich jetzt los, weil wir treffen uns in 15 Minuten. Oh mein Gott, Leni hat mich gerade gefragt, ob ich morgen zu einem James Arthur Konzert möchte. Ja, ich wollte nur sagen, wenn ich nicht so verkatert bin, dann komme ich mir ja gerne mit. Also wenn es mir richtig, richtig scheiße morgen geht, dann weiß ich noch nicht, ob ich wieder vor 23, also weißt du, dass es wieder so ein Ding ist von bis 23 Uhr schlecht, aber eigentlich, also ich muss jetzt los. Tschüss, wir sehen uns. Bye, bye. Hi Leute, ich habe gestern Abend eine schlechte Entscheidung getroffen und ich habe Wodka mit Energy getrunken. Ich habe meine In-N-Out-Liste gebrochen. Mir geht's nicht gut. Und meine Stimme ist fast weg, weil ich sehr viel geschrien habe gestern. Ja, es war aber sehr lustig. Wir hatten Fun. Wirklich Fun. War eine lustige Gruppe, aber dementsprechend bin ich durch. Und das Ding ist, wenn ich halt einen Kater habe, dann habe ich halt keine Kopfschmerzen, sondern mir ist halt einfach übel. Und eigentlich wollte ich mit Leni heute aufs Konzert gehen, also weil sie mich spontan gestern gefragt hat. Aber ich glaube, wenn ich nicht inmitten dieser Menschenmenge kotzen möchte, dann wird das nichts. Das wird das Place to be heute. Ist auch mal gut. Vor allem, weil ich jetzt die letzten Tage ja nicht krank war und nicht so, also mal so ein paar Stunden gechillt habe, aber nicht so richtig und ich auch fiebert und so. Ist auch einfach unverantwortungsvoll. Aber ja, deswegen wird heute genau hier geblieben. Nee, ich muss noch ein Paket abholen. Boah, scheiße. Leute, ich sehe wirklich aus wie der Tod. Egal, ich war gerade Pakete abholen. Das eine Paket habe ich nicht bekommen, weil es nicht geklappt hat. Ich habe mich wirklich ein bisschen mit dem Paketmann gefetzt. Warum habe ich gezopft gesagt? Ich wollte eine Mischung aus gefetzt und gezopft gesagt. Egal. Auf jeden Fall, ich habe die Paketnummer und er konnte es mir einfach nicht geben. Aber ich habe noch ein anderes Paket abgeholt, weil ich ja eigentlich dieses Video drehen wollte mit den Instagram-Marken. Aber ja, wie gesagt, das ist einmal eine Hose und ein Top
Ich würde sagen, wir schlüpfen mal rein. Also es ist Slaying, Alter. Ich weiß nicht, was ich mit dem BH, also was man da drunter anzieht. Es ist sehr cute. Und die Hose finde ich jetzt auch gut. Sie ist halt wie immer zu lang, weil ich bin halt immer klein. Das Problem habe ich immer. Deswegen, ja. Vielleicht muss ich das wieder, ich habe so ein Tape gekauft, was man mit einem Bügeleisen so dran machen kann. Dann kann man so Sachen kürzen. Vielleicht mache ich das wieder. You like it a lot? Naja, auf jeden Fall schmeiße ich mich jetzt wieder in meine Pyjama-Klamotten. Und dann habe ich gerade Essen bestellt. Ich muss noch ein paar Steuersachen fertig machen, weil Steuer ist nicht mein Lieblingsthema und ich mache es nie. Also ich habe schon ganz viel Hilfe, aber ich muss so manche Sachen immer noch selber machen und ich schiebe es immer auf. That's the plan for today. Wow, entspannender Donnerstag, aber ich fühle das top. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was für ein BH man da drunter anziehen soll? Weil eigentlich bräuchte man ein BH in Weinrot oder in Schwarz oder so. Würde vielleicht auch ganz gut aussehen. Ja, hallo Leute. Ich bin momentan nicht so, nee, nicht so gute Nachricht abgewacht, das ist dumm gesagt, aber meine Steuer wurde doppelt abgebucht und ich, mein Gott, war fette Minus und ich habe kein Dispo, heißt, irgendjemand wird mich dran kriegen und dann habe ich gerade bei der Bank angerufen, also, scheiße, ich brauche mein Geld wieder. Ja, es hat alles geklappt, kurzer Steuertalk heute Morgen und ja, wir haben es jetzt 11 Uhr, ich habe schon gefrühstückt. Leute, wir haben es 1.44 Uhr. Ich war heute Morgen Paket abholen bei Estrid im Office. Hatte ich erstmal eine kurze Panikattacke, weil ich Angst hatte, da reinzugehen, weil das irgendwie immer ein bisschen weird ist. Habe ich Wolle gekauft und dann habe ich eigentlich den ganzen Nachmittag gestrickt. Habe es 10-mal aufgemacht. Ich habe so lange nicht gestrickt, aber es macht so Spaß. Und jetzt habe ich die ganze Zeit irgendwelche dummen Filme geguckt. Ich habe Prinzessin 1 und 2 geguckt. Und was habe ich noch geguckt? Oh mein Gott, wie heißt der nochmal? Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich so alte Filme geguckt und ich bin jetzt so weit. Also die eine Schulter, die jetzt so angefangen ist und der Rücken. Ich gehe jetzt ins Bett. Wir sehen uns morgen früh wieder. I'm tired, I'm fucking tired. Tut mir leid, dass ich schon wieder Schimpfwörter benutzt habe. Ich bin müde. Gute Nacht.